Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewausgabe hier im Markenrebell Podcast. Lasst uns heute ein sportliches Kapitel aufschlagen, denn ich habe für euch die 17-fache Boxweltmeisterin eingeladen. Den Kampfsport entdeckte sie bereits in jungen Jahren, denn ihre ersten Erfahrungen sammelte sie als Federgewicht bereits mit 13 beim Kung-Fu, bis sie schließlich mit 16 den Boxsport für sich entdeckt hatte. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere im Boxen unterschrieb sie 2004 ihren Profivertrag und boxte bereits 1,5 Jahre später zum ersten Mal um einen WM-Titel. Die Wahlhamburgerin blickt heute auf eine erfolgreiche Boxkarriere zurück, in der sie ihre Gewichtsklasse viele Jahre lang dominiert hat. Ihren letzten Kampf bestritt sie 2013 und verabschiedete sich als 17-fache Weltmeisterin von der Boxbühne. Sie hält Vorträge in Unternehmen und erzählt über ihr Leben und ihre Erfahrung als Profiboxerin. Themenschwerpunkte der Motivationsvorträge sind vor allem, was sie ganz persönlich mit Ausdauer und viel Disziplin in ihrer sportlichen Karriere erreicht hat. Sie berichtet aus eigener Erfahrung, wie man nach einer Niederlage wieder aufsteht und was man daraus lernt. Außerdem begleitet sie das Programm der Barmer Gesundheitskasse Spitzensportler bewegen Mitarbeiter. Freut euch mit mir auf meinen heutigen Interviewgast Ina Menzer. Ina, schön, dass du heute hier mit dabei bist im Markenrebellen-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ina, bevor wir so richtig losstarten, ist so meine Anfangsfrage in den Podcast-Interviews immer, erzähl uns doch ein bisschen was über dich, wer ist Ina Menzer als Privatperson und was genau du heute beruflich machst? Ja, also Ina Menzer, 37 Jahre alt, geboren in Kasachstan, bin mit 10 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, bin Wahlhamburgerin aus Leidenschaft. Ich bin damals wegen dem Boxsport nach Hamburg gezogen, weil der Boxstall hier ansässig war und bin bis heute sportlich sehr aktiv, bin frisch gebackene Mami und beruflich bin ich Keynote-Speakerin. Ich halte Motivationsvorträge in Unternehmen, bin Personal-Trainerin und habe letztes Jahr meinen YouTube-Kanal gestartet. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Da war, glaube ich, alles mit dabei. Ich glaube auch, ja. Und nur um das ganz nebenbei noch mal hervorzuheben, du bist 17-fache Box-Weltmeisterin. Genau, im Federgewicht. Federgewicht ist, muss nicht unbedingt jedem was sagen, Federgewicht ist 57,2. Also ich musste dieses Gewicht immer einen Tag vor dem Kampf auf die Waage bringen, beziehungsweise nicht überschreiten. Ja, Wahnsinn. Erzähl uns doch mal und nimm uns da ruhig gerne ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie kam es überhaupt zum Boxsport? Ab wie vielen Jahren ging das so los, dass du überhaupt mit Sport generell in Kontakt gekommen bist? Und was war Boxen sofort das allererste und du bist da hängen geblieben? Oder wie hat das stattgefunden? Nee, auf Umwegen. Mhm. Also ich bin ja mit 10 Jahren, wie gesagt, nach Deutschland gekommen und meine Vorbilder waren als 10-jähriges Mädchen, 11, 10 Jahre war ich damals, meine Vorbilder waren Jean-Claude Van Damme und Jackie Chan. Und als ich zum ersten Mal den Wunsch äußerte, meine Eltern sollen mich in eine Kung-Fu-Schule schicken, haben die mich belächelt und das passte damals nicht in die Köpfe der Leute, dass ein junges Mädchen, dass eine Frau Kampfsport erlernt. Das war Anfang der 90er Jahre. Das war damals ein No-Go. Und mich haben die damals in einen Turnverein geschickt und versucht, mich von meiner Idee wegzubringen. Doch ich bestand darauf und mit 13 hatte ich dann eine Auseinandersetzung mit einer Mädchengang, die wesentlich älter waren als ich. Und durch dieses negative Erlebnis schickte mein Vater, ich habe 2 Brüder, Zwillingsbrüder, und uns 3 schickte er dann in eine Kung-Fu-Schule mit den Worten, das nächste Mal weißt du dich zu wehren.
So fing eigentlich alles an. Und als ich dann 16 war, bin ich rein zufällig bin ich mit meinen Geschwistern zum Boxsport gekommen. Wir sollten das Boxen ausprobieren. Mein Vater wollte damals meine Brüder für den Boxsport begeistern. Und ich bin damals, so neugierig wie ich bin, mitgegangen. Ja, und bin da hängen geblieben. So hat alles angefangen. Wahnsinn. Sehr interessant. Also über den Kampfsport quasi zum Boxsport. Genau, also Karate bzw. Kung Fu habe ich damals als ersten Kampfsport für mich entdeckt, ausprobiert und bin dann zufällig zum Boxen gekommen, genau. Ist ja jetzt auch für ein Mädchen, auch in dem Alter, wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich, dass die Begeisterung dann so lange anhält. War es tatsächlich deine eigene Begeisterung oder eher so der Papa, der dich dann motiviert hat? Nee, das war tatsächlich meine Begeisterung. Mein Vater hat mich sehr unterstützt, sehr zum Leide meiner Geschwister. Sie mussten immer mit. Also dadurch, weil ich mich so sehr für den Kampfsport begeisterte, hat das mein Vater wiederum begeistert. Und der fand das richtig super. Und einen Nebeneffekt hatte das Ganze noch. Er hat immer gesagt, je weniger ein Kind oder ein Jugendlicher Zeit hat, auf dumme Gedanken zu kommen, desto besser ist das. Also das war irgendwo auch eine Beschäftigungsmaßnahme für uns, dass wir nicht auf dumme Gedanken kommen, uns nicht abends auf der Straße herumtreiben. Und das hat er sehr begrüßt. Und wie gesagt, sehr zum Leide meiner Geschwister, denn sie mussten immer mit. Und was hat dich selbst so motiviert oder auch begeistert an diesem Sport? Das ist eine gute Frage. Weil das muss ja schon auch eine gewisse, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich bin lustigerweise auch, Jean-Claude Van Damme, es war ich war ein Hero, absoluter Fan von ihm. Vielleicht absolut, ich hab so eine Story, die muss ich jetzt kurz erzählen. Es gibt eine Szene in irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wo er Spagat macht zwischen zwei Stühlen. Ja? Oder auch Und ich sein. musste das un Oder auf Seilen. Und ich musste das unbedingt ausprobieren. Nur habe ich nicht normale Stühle genommen, sondern so Stühle, wo Rollen unten drunter sind. Da kannst du dir den Aufschrei vorstellen, was da Ich los war. ahne es, ja. Ja, aber super, also eine super Parallele einfach auch. Und deswegen denke ich mir, weißt du, Boxen, da musst du in eine Individualdistanz deines Gegenübers rein. Ja? Sehr taktisch, ein sehr auf Körperkonfrontation aus Sport. Ne? Also im Karate habe ich auch mal gemacht. Da gibt es ja dann Katas oder das Kumite ist dann relativ moderat. Ne? Beim Boxen ist das schon nochmal eine andere Geschichte. Was hat dich so begeistert, letztendlich da dran zu bleiben? Also jetzt beim Boxsport, der Trainer war einfach klasse, der ist sofort auf uns zugegangen und hat das Gespräch gesucht. Und nach der ersten Einheit ist er zu meinem Vater hin und hat ihm gesagt, das Mädchen hat Talent, ich würde sie gerne trainieren. Und es war einfach die ganze Atmosphäre drumherum. Ich war damals 16 Jahre alt. Ich bin damals nach Deutschland gekommen und war ab und zu ein Außenseiter, schon alleine wegen der Sprache. Und da war man mittendrin irgendwie. Da hat nicht die Sprache oder die Herkunft eine Rolle gespielt. Da wurdest du aufgrund deiner Leistung beurteilt. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich das, was, oder es liegt in meiner Hand, was ich daraus mache. Und das war eine sehr familiäre Atmosphäre. Wenn jemand Hilfe brauchte, wurde sofort geschaut, so wer kann helfen? Wer sucht zum Beispiel einen Ausbildungsplatz? Wer könnte einen beschaffen, als Beispiel jetzt? Und der Trainer macht sehr viel aus. Und das war für mich so der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte hier bleiben. Das gefällt mir hier. Und ich habe eine Zeit lang parallel Boxen und Kung Fu gemacht. Und als ich dann bei einem Boxtraining einmal das Bein hochhebte, meinte mein Trainer, Ina, du musst dich entscheiden, entweder Kung Fu oder Kickboxen habe ich damals parallel auch gemacht, oder Boxen, weil das vermischt sich dann ganz schnell. Und dann habe ich mich für den Boxsport entschieden. Und das ging dann ganz schnell, dass ich dann trotz Frauenmangels in der Boxszene Erfolge feierte und ja, so entwickelte sich dann halt das Ganze. Wer hat dein Talent letztendlich entdeckt? War es der Trainer oder war es dein Vater? Ich weiß nicht, inwiefern mein Vater das so beurteilen konnte, ob ich Talent habe oder nicht. Ich war sehr bissig, sehr ehrgeizig, das wusste er und das hat er gefördert. Beim Kung Fu hatte ich ebenfalls einen ganz tollen Trainer, der mich teilweise zur Seite immer genommen hat und mir weitere Katas beigebracht hat. Also ich habe quasi, also der hat auch mein Talent damals entdeckt und aber Boxsport war halt, ich
da konnte man sich mit anderen messen, beim Kung Fu auch, aber das war jetzt nicht so, dass man, das war alles so spielerisch irgendwie und Boxen war halt richtig, da ging es knallhart zur Sache und da konntest du dir wirklich einen Namen erarbeiten und das war das, was mich damals gereizt hat. Hat dir auch, geholfen, dass du ein Mädchen oder eine Frau warst damals in dem Sport, um überhaupt gesehen zu werden? Jein, also auf der einen Seite ja, denn du warst ein Exot quasi. Auf der anderen Seite musste man sich in der Männerdomäne behaupten. Und also das hatte Vor- und Nachteile. Was hat es dir besonders schwer gemacht, einfach aus der Frauenrolle heraus dort präsent zu sein? Gab es so Erlebnisse, an die du dich erinnerst, wo du vielleicht auch so ein bisschen zurückgeschreckt wurdest oder wo du einfach gesagt hast, vielleicht auch Zweifel hattest, ob Boxen überhaupt das Richtige für dich ist? Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich habe immer, es gab wirklich keine Frauen im Training, mit denen man trainieren konnte. Ich habe wirklich nur mit Männern trainiert und ich habe mir sehr schnell Respekt verschafft, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran das lag. Mit Sicherheit durch meine Leistung, aber auch die Art und Weise, wie ich mit den Männern umgegangen bin. Jetzt habe ich die Frage nicht mehr im Kopf. Was soll ich sagen? Ja, hast du eigentlich schon, also mit Niederlagen umgehen, das ist ja eigentlich so die Richtung, in die ich jetzt mit dir hin wollte in diesem Gespräch, weil ich glaube, beim Boxen hast du einfach sofort die Rechnung am Ende des Kampfes. Ja? Also du gehst durch die Runden oder auch durch ein K.O. Ja? Und hast dann sofort anschließend eine Messbarkeit, ne? Ob du erfolgreich warst oder ob es eine Niederlage war. Ja? Und meine Frage so ein bisschen in die Richtung, auch wie weit hattest du es schwer, und wie bist du da rausgekommen, aus diesen Niederlagen selbst zu wachsen? Ja, ein ganz wichtiges Stichpunkt, was mich für meine spätere Laufbahn in allen Lebenssituationen oder Bereichen sehr geprägt hat. Ich wurde vom Erfolg verwöhnt. Ich habe Profisportlerin habe ich insgesamt 32 Kämpfe bestritten und eine einzige Niederlage erlitten. Und diese Niederlage hat mich sehr geprägt. Ich hatte zwar sehr viel Zeit gebraucht, diese zu verarbeiten, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war gut so, dass ich diese erleben durfte. Dies zwar zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt geschehen, 2010, in dem Jahr ist der Fernsehvertrag mit dem ZDF, ich war bei Universum Box Promotion, seinerzeit der größte und erfolgreichste Boxstall Europas unter Vertrag. Wir hatten eine Kooperation mit dem ZDF und das ist immer ganz wichtig, dass man Sichtbarkeit hat und der Fernsehpartner bezahlt halt viel Geld, um dieses ganze Riesenapparat mit vielen Boxern, Trainern, mit viel Personal zu finanzieren. Mhm. Und in diesem oder einen Monat später ist der Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden. Das heißt, ich hatte damals keine Chance, ein Rematch zu machen. Und habe mich dann 3 Jahre durchgeboxt quasi, musste mich richtig zusammenreißen, um nochmal, für mich war es immer wichtig, als Weltmeisterin abzutreten. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich war damals 29 Jahre alt, also das heißt, ich hatte noch ein bisschen Zeit, ein bisschen konnte ich noch boxen vom Alter her. Ich war fit. Und ich habe mich dann zusammengerissen und habe 3 Jahre später mit einem kleinen Team eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt und dann als Weltmeisterin abgetreten. Und diese Zeit hat mich halt sehr geprägt. Und heute habe ich die Einstellung zu Niederlagen unbedingt Fehler zulassen. Die sollte man kein zweites Mal machen. Das ist die Voraussetzung. Heute, wenn mir ein Fehler oder ein Rückschlag passiert, ärgere ich mich als erstes, klar. Doch dann sage ich mir, gut, das ist jetzt passiert, ich kann es nicht ändern. Analysiere es, wozu war es gut? Und im Nachhinein stellt sich sehr oft heraus, es war schon in Ordnung, so wie es passiert ist, denn irgendwelche Vorteile wirst du daraus dann erzielen oder du entwickelst dich halt oder gehst in eine ganz andere Richtung. Also Niederlagen haben einen Sinn. Die Einstellung habe ich heutzutage. Wichtig ist halt diese Niederlagen, die drei magischen A's, sage ich immer, die Niederlagen anzunehmen, zu analysieren und schließlich abzuhaken. Das ist ein Prozess, aber es lohnt sich, diesen Prozess durchzugehen. Sehr gut, anzunehmen, analysieren, abzuhaken.
Kannst du uns mal in diesen einen Kampf mitnehmen? Also du hast gesagt, du wurdest vom Erfolg verwöhnt, du hast Kämpfe um Kämpfe bestritten, alle gewonnen und dann gab es diesen einen Tag, diesen einen Kampf. Kannst du uns den mal so kurz beschreiben, dass wir mal so in deine emotionale Welt auch mit eintauchen können? Was war vielleicht sogar anders als bei den Kämpfen davor? Und was war dann, wie du es genannt hast, der Fehler vielleicht auch? Also um es auf den Punkt zu bringen, ich war nicht 100% dabei. Ich habe, wie gesagt, die Besten in meiner Gewichtsklasse bis dato geschlagen und meine Einstellung war vor dem Kampf, was kann mir schon passieren, ich habe die Besten geschlagen, wer soll da noch kommen, nach dem Motto. Also ich war arrogant geworden und ich habe die Gegnerin nicht wirklich ernst genommen. Sie war nicht so hoch gerankt wie die Gegnerin zuvor. Und ich bin halt in den Kampf, es hat sich auch viel in meiner näheren Umgebung zwischenmenschlich abgespielt, was anders war. Eine sehr wichtige Person, die mich vorher unterstützt hat, ist einfach weggefallen, auf komische Art und Weise, hat sich nicht verabschiedet, war einfach weg. Und das hat mich halt sehr mitgenommen. Und diese Person hatte eine mental sehr wichtige Rolle bis dahin für mich gespielt und das hat mich sehr beschäftigt. Einige andere Dinge sind noch passiert, aber das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein. Das sind mit Sicherheit so kleine Punkte, die das ganze Bild dann letztendlich ergeben haben. Ich bin Profi und ich musste mit diesen Problemen in Anführungsstrichen umgehen. Und ich war an dem Tag nicht bereit. Ich war einfach nicht in Form, meine Höchstleistung abzurufen und alles andere auszublenden. Und mit jeder Runde habe ich die Gegnerin, ich war immer schwächer geworden. Ich bin Gott sei Dank nicht K.O. gegangen. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Ich glaube, ich wäre nie wieder zurückgekommen in den Boxsport. Ich habe nach Punkten verloren. Und ich habe mich von der Gegnerin einfach beeindrucken lassen und sie mit jeder Runde stärker. Sie wurde mit jeder Runde stärker, je schwächer ich wurde, ganz klar. Und ja, das war halt mein... Das ist ganz, ganz spannend, was du sagst, weil es sind ja auf jeden Fall sehr viele Faktoren, die zusammenkommen. Zum einen ist es das Umfeld, das dich umgibt, ne? Also so der Nukleus um deine Person herum, der natürlich wichtig ist, der auch Einfluss darauf hat, ja, ohne das als Entschuldigung zu werten, sondern es ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja, also ganz einfach, wenn ich eine Managerin bin oder ein Manager in einer Company und habe mein Privatleben nicht in Ordnung, ja, dann ist das in meinem Nukleus einfach, sind das halt auch Faktoren, die meine Performance beeinflussen. Und das andere, was du sagst, auch sehr spannend, offenbar war deine mentale Stärke nicht da an diesem Tag, um deine körperliche Leistungsfähigkeit wirklich abzurufen, wie du sagst. Ja. Ne? Und das spürt natürlich dein Gegenüber. Und dann hast du in so einem Kampf natürlich schnell diese Verschiebung, ne? Obwohl du leistungsmäßig oder vielleicht auch von der Erfahrung her auf jeden Fall natürlich viel, viel weiter vorn wärst, im Ranking viel höher, ne? Verlierst du dann natürlich trotzdem. Ist interessant. Was sind denn so deine Tipps, wenn es gibt so die berühmte Banane von Boris Becker unter seinem Handtuch, ne, beim Tennisspielen? Gab es für dich so Rituale, die du vor einem Kampf oder auch im Training gemacht hast, um dich wirklich so zu zentrieren, zu fokussieren auf den Erfolg des Kampfes, auf das Abrufen deiner Leistung? Ja, da waren einige Rituale quasi. Ganz wichtig war immer, dass ich linken Schuh zuerst anziehe und den rechten Handschuh. Wenn irgendwas durcheinander geworfen wurde, dann war Panik angesagt. ansonsten war man immer in so einem Tunnelblick. Und bei dem Kampf auch, bei dem verlorenen Kampf, ich war zu entspannt. Ich brauchte immer diese Nervosität, diese Anspannung. Also Anspannung bis zur Übelkeit. Also es gab nichts, da habe ich kein Auge zugedrückt. Und es gab einen Kampf, da habe ich sogar Beruhigungsmittel zu mir nehmen müssen, aber so in T-Form, also homöopathisch. Ich weiß gar nicht, was das war. Und diese Anspannung war halt nicht da. Und was ich später erfahren habe, vor jedem Kampf habe ich gegähnt. Ich denke, Gott, was ist los? Und irgendwann habe ich mal gelesen, dass das Gehirn sich dadurch... Sauerstoff verschafft. Und an dem Kampf oder an dem Tag hatte ich das gar nicht. Das ist mir später alles erst aufgefallen. Und das sind Sachen, die lernst du einfach. Und ich habe diesen Kampf mehr analysiert als all meine Kämpfe zuvor, die ich gewonnen habe.
Ja, jetzt hat das Ganze natürlich auch viel mit Disziplin zu tun. Bist du von Natur aus ein sehr disziplinierter Mensch oder ist das auch eine Fähigkeit, die du dir nach und nach über die Jahre erworben hast? Ich glaube, bei mir, ich glaube, bei jedem anderen aber auch, hat es sehr viel mit Erziehung zu tun. Ich bin sehr konservativ und streng erzogen worden und da war Disziplin an der Tagesordnung. Und der Sport beeinflusst dich natürlich extrem auch. Also ohne Disziplin erreichst du gar nichts im Sport. Jetzt bist du Mama geworden. Frisch gebacken, hast du gesagt. Ist ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Eine zweite Zicke im Haushalt. Zweite Zicke. Was würdest du ihr mitgeben, wenn sie 18 wäre? Ja, sie hätte jetzt irgendwie schon eine Vorstellung, was sie vielleicht beruflich machen möchte oder will studieren, was auch immer. Was würdest du ihr so aus deiner Karriere so als Essenz mitgeben? Also ich würde mit ihr Mentaltraining machen, das Thema Visualisieren, das gebe ich auch an meine Teilnehmer in den Motivationsvorträgen immer mit. Ich würde mit ihr Mentaltraining betreiben, also sich immer vorstellen, Bilder haben, was will ich, wo will ich hin und diese in kleinen Schritten zu erarbeiten. Und ich würde sie unterstützen, egal was sie sich vorgenommen hat. Aber mir wäre wichtig, dass sie halt einen anständigen Beruf oder Studium absolviert, bevor sie sich in irgendwelche Abenteuer, also heute ist das ja ganz, das ist so ein Streitthema bei uns, die ganzen YouTuber und Co. ohne Ausbildung machen sie eine tolle Karriere und sind Vorbilder für viele junge Leute. Und mein Mann sagt immer, ich würde sie unterstützen. Ich sage, nein, ich würde erstmal wollen, dass sie eine Ausbildung macht. Und das ist jetzt schon, die ist ein halbes Jahr alt. Das ist so jetzt ein Diskussionspunkt bei uns. Wie verhält man sich da richtig? Und ich würde sie bei allem unterstützen, aber wie gesagt, mir wäre wichtig, dass sie eine Ausbildung hat. Ja, einfach damit sie was in der Tasche hat, wenn YouTube genau. nicht klappt. Genau, ja. Bei mir war das zum Beispiel so, also ich habe mich auch in ein Abenteuer gestützt. Ja, ich bin einfach ins kalte Wasser damals gesprungen. Ich war ein Küken, so gesehen. Ich war damals 23 Jahre alt. Ich hatte zwar eine kaufmännische Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin und war mittendrin in meinem BWL-Studium. Und ich habe schon verstanden, als ich den Vertrag damals unterschrieben habe, war ich im BWL-Studium mittendrin. Ich habe mein Grundstudium quasi beendet. Und meine Mutter hat immer darauf bestanden, Kind, mach erstmal die Ausbildung. Und ich habe schon verstanden, dass das ganz wichtig ist. Aber ich habe das immer so für mich hergeschoben. Und ich dachte, ja, aber hier ist doch etwas, was ich mit Leidenschaft mache. Ja? Und habe mich dann für den Boxsport entschieden. Ich habe das Studium, wobei ich muss dazu sagen, ich hatte einen Professor Bilanzen. Und die Prüfung habe ich bei ihm zweimal, da bin ich durchgefallen und hatte quasi nur noch eine Chance, ja. Und das war so ein ganz, ganz strenger Ekelpaket. Der war sehr unbeliebt bei den Studenten und komischerweise, er hat mich damals, war einer der Auslöser, die mich in die Richtung Profisport getrieben hat. Ich bin zur Klausureinsicht gegangen und habe ihm erzählt, wie gerade die Situation bei mir ist. Und er meinte zu mir, Frau Menzer, wissen Sie, ich kenne Tausende, Millionen von BWLer, ja, aber ich kenne keine Boxweltmeisterin. Und ausgerechnet dieser Professor gab mir halt diesen Tipp und ich bin da rausgegangen und ich sage zu meinem Mann, weißt du was, ich unterschreibe den Vertrag, weil ich war mir unsicher, soll ich nicht? Ja. Und das war unter anderem einer der Auslöser, wieso ich damals Profisportlerin geworden bin. Ja, interessant, ne? Das ist ja immer die Frage. Ja, das Leben so spielt, ja. Ja, genau. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Das interessant, dass die Leute in unser Leben treten, von denen wir vielleicht manchmal nicht so viel halten oder die wir vielleicht in der Schublade schon verschwinden lassen haben, genau. Die dann aber so einen Satz sagen, der irgendwie alles verändern kann. Genau. Wie war denn so dein letzter Kampf? Also vielleicht so auch ein bisschen dieser Entschluss zu sagen, okay, 17-fache Weltmeisterin, ich höre jetzt auf, das ist jetzt wirklich mein letzter Kampf, war so ein ganzer Beschluss aus dir heraus, weil du was Neues machen wolltest? Mhm. Also ich war damals 32 Jahre alt und ich wollte nicht bis zur Rente boxen. Und das war der eine Grund. Die Grundlage war aber gar nicht mehr da. Die Voraussetzung, dass man als gerade als Frau im Boxsport den Boxsport auf dem Niveau betreiben kann. Es gab zu der Zeit keinen Boxstall, der Frauen unter Vertrag genommen hat und ordentliche Summen gezahlt hat. Und es gab keinen Fernsehsender, der Frauen übertragen hat. So, und das sind zwei Faktoren, da bist du als Frau, kannst du gehen. Und deswegen haben wir damals, wie gesagt, mit einem kleinen Team eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt mit der Unterstützung, ich komme aus Mönchengladbach, mit dem Hockeypark aus Mönchengladbach. Mhm.
die haben die ganze Veranstaltung quasi ausgerichtet und wir haben das ganze Boxerische quasi im Hintergrund alles organisiert. Und nur so war das möglich. Und deswegen habe ich gesagt, ich wage diesen Schritt. Das, für mich war das eine doppelte Belastung. Als Profisportlerin musst du täglich die boxerische, die sportliche Leistung bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite musst du dich auch noch um die ganzen anderen Sachen kümmern, was die ganze Organisation angeht. Aber ich habe wirklich so ein ganz tolles Team gehabt, die mich dann zum Schluss von allem abgeschottet haben, dass ich mich nur auf den Kampf konzentrieren konnte. Und es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung in Mönchengladbach im Hockeypark. Und ich habe damals gesagt, für mich ist ein Märchen, ein Sommermärchen war geworden. Gab es den Gedanken, mal wieder zurückzugehen? Nicht ernsthaft, nein. Also es ist heute so, wenn ich mir Boxkämpfe anschaue, das ist irgendwie alles so weit weg. Mhm. Ich schaue mir zwar gerne Boxkämpfe an, aber ich musste nicht wieder hin. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich im richtigen Moment abgetreten bin. Vielleicht nochmal zu der Niederlage. Hätte ich damals den Kampf gewonnen, wäre ich nicht wieder angetreten. Also ich wäre als Weltmeisterin abgetreten und mein Lebenslauf hätte eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und diesen Prozess mit den 3 Jahren, die ich durchkämpfen musste quasi, ich bin... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Diesen Prozess hätte ich nicht gemacht, den hätte ich mir nicht mehr angetan. Ich hätte irgendwie entweder ein Studium aufgenommen, eine Ausbildung oder was anderes gemacht, aber nicht das, was ich letztendlich gemacht habe. Und deswegen war diese Niederlage, ich bin dankbar im Nachhinein für diese Niederlage, obwohl es wirklich, es war eine ganz harte Zeit. Ich bin mit dieser Niederlage schlafen gegangen, ich bin damit aufgewacht und mit diesen 3 A's. Ich habe anfangs... soweit war ich nicht, um zu begreifen, dass ich diesen Kampf erstmal annehmen muss, dann muss ich den analysieren und dann abhaken. Das ist ein Prozess. Und damals habe ich als erstes, ich habe nach Gründen gesucht. Ich bin zwar nach dem Kampf aufgestanden und habe sofort gesagt bei der Pressekonferenz, die ganze Verantwortung, was im Ring passiert, trage ich, denn ich stehe da drin und bin dafür verantwortlich, was ich da tue. Habe mich bei meinem Team entschuldigt, weil die mich vorbereitet haben, ob das Physiotherapeut ist, der Trainer oder wer auch immer. Spannend. Ich habe gerade darüber nachgedacht, Thema Angst und Niederlage. Jetzt, wenn man deiner Geschichte so zuhört, dann weiß man, wie wichtig dieser eine Kampf war, den du verlieren musstest, um einfach deinen Lebenslauf genau so zu schreiben, wie du ihn geschrieben hast heute. Ja, das lässt sich natürlich immer leicht sagen, so im Rückblick. Genau, ja? Im Nachhinein, ja. Genau, in der damaligen Situation war es für dich ein Weltuntergang. Ja. Und es ist aber auch wieder wahnsinnig hoch anerkannt, dass du wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 3 Jahre dich durchgekämpft hast, ja, um wieder da zu sein. Also das ist ja wirklich unglaublich. Als Frau, ne? Also das ist noch mal was anderes. Ja. Es kommt auch noch dazu, ja, genau. Inwieweit war die Angst beim nächsten Kampf oder auch so generell, auch mal rückblickend auf deine Kämpfe bis zum heutigen Tag, inwieweit begleitet dich Angst vor Niederlagen nach wie vor oder ist das abgeschwächt oder gibt es sie gar nicht mehr? Die Angst, du warst gerade weg, die Angst vor Niederlagen, generell vor Niederlagen oder auch so Versagensängste. Kennst du sowas heute? Heute, ja. Also gerade wenn, Angst vor Niederlagen, niemand erleidet eine Niederlage, ganz klar. Und ich habe doch, ich muss zugeben, ich habe schon Angst davor, ich habe Respekt davor, ja. Aber wie gesagt, ich gehe heute ganz anders damit um. Ich ärgere mich, das ist immer der gleiche Ablauf, ich ärgere mich teilweise höllisch darüber und schimpfe, sondern atme ich tief durch und sage, gut, das ist jetzt so passiert, was sind die Vorteile, wie soll es jetzt weitergehen und welche Vorteile ziehe ich vielleicht doch für mich daraus? Das ist so meine Überlegung heute und ich bin der festen Überzeugung, dass mich das Universum bewahrt. Dann sollte es so nicht sein. Dann will es mich vor etwas bewahren. Davon bin ich heute überzeugt. Ja, okay. Ja, das ist dir einfach begegnet, um dazuzugehören, ne, zu deinem Leben. Das nochmal bitte? Dass es einfach dazugehört zu deinem Leben. Dass genau. Die Niederlage, ne, einfach Teil deines Lebenslaufes wird. Genau. Ja. Es sollte passieren, damit ich diesen Weg einschlage. Also das hört sich vielleicht jetzt esoterisch an für den einen oder anderen. Ist es für mich überhaupt nicht. Ich glaube daran und das musste so sein.
Jetzt bist du, hast du schon gesagt, Keynote-Speakerin, du bist Coach. Wie oder welche Learnings nimmst du quasi aus der Zeit des Boxsports mit und kannst zum Beispiel deinen Zuhörern oder deinen Studierenden, also die du coachst, mitgeben? Was sind so die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit? Also Parallelen quasi, ne, zwischen Sport und Berufsleben. Genau. Ja. Also ich bin jetzt auch einige Jährchen in der freien Wirtschaft tätig und habe da so den Vergleich. Und was ich für mich so festgestellt habe, wo die Parallelen liegen, das ist in erster Linie Pausen in den Alltag einbauen. Im Profisport ist das überlebenswichtig, wenn du ausgeschlafen, ausgeruht zum Training oder erst recht zum Kampf erscheinst. Denn Fehler werden dort hart bestraft, gerade im Boxsport. Und ich glaube, im Berufsleben ist das Gleiche. Du kannst nur hundertprozentige Leistung bringen, wenn du fit bist. Ich habe die Erfahrung gemacht, klare Kommunikation, dass daran oft der Erfolg ausbleibt, wenn nicht klar kommuniziert wird. Bei mir war das so, bei mir und meinem Trainer, wir waren eine Einheit. Wir haben uns super verstanden. Es gab auch Zeiten, wo wir stinkig aufeinander waren. Das ist ganz normal, glaube ich. Und da gab es Diskussionen, Streitigkeiten, ganz klar. Aber im Kampf oder im Training waren wir eine Einheit. Und wir haben die Kämpfe zusammen analysiert, haben uns die Strategie zusammen festgelegt. Und wenn einer etwas nicht verstanden hat, dann wurde nachgefragt. Und nur so kommt man, glaube ich, weiter. Und ich habe die Erfahrung leider machen müssen, dass oft entweder nicht klar kommuniziert wird oder aber die Mitarbeiter sogar Angst haben, ihren Chef zu fragen, sag mal, ich habe das nicht verstanden, könntest du es nochmal erläutern? Und wenn ich nicht klare Anweisungen habe oder nicht verstanden habe, worum es überhaupt in einem Projekt geht, dann kann ich nicht das liefern, was von mir erwartet wird. Dann kann ich nicht die hundertprozentige Leistung auch bringen. Und ich habe mal den Tipp bekommen, sehr interessant, lass dir von deinen Mitarbeitern erklären, was du gerade erzählt hast. Denn nicht alles, was ich erzähle, ist bei dem Zuhörer, kommt auch so an, wie ich es meine. Und so kann man halt dieses Nacherzählte gucken, da kann man gucken, ob er es auch wirklich verstanden hat. Ja, super Tipp. Und hat Fehler zulassen. Das ist vielleicht nochmal die dritte Parallele, dass man Fehler zulässt und die Mitarbeiter nicht bestraft oder nicht anmotzt oder so. Voraussetzung ist natürlich, dass man den Fehler kein zweites Mal begeht. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja, ja. Und sie eigentlich auch so in die Unternehmenskultur mit reinlässt, ne? Also zu sagen, wir machen Fehler, um zu lernen, ja. Und wir verändern dadurch etwas. Genau. Ja? Wir verändern vielleicht auch eine Zielsetzung. Ja. Oder vielleicht rückt sogar die Vision ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts oder so, ja. Aber ja, sehr schön. Also dass das Teil eines organischen Modells, also lebendig einfach bleibt und nicht so starr in Stein gemeißelt. Sehr guter Vergleich, ja. Ja. Ja, auch schön, was du sagst. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, gerade in der Kommunikation. Zwei Sachen, die ich sofort mit unterschreibe, unbedingt. Also ein echtes Interesse wirklich zu haben und nachzufragen, also auch den Mut zu haben, also Interesse und Mut zu haben, wirklich zu sagen, okay, kein anderer von den Mitarbeitern fragt, weil sich keiner traut, ja, oder weil es keiner interessiert. Ich frage nach, ja. Also das sind auf jeden Fall tolle Tipps, weil das gibt ganz viele Signale auch so nach außen. Ja, wenn ich interessiert bin, ist das ein ganz klares Signal an meinen Gegenüber und der wendet sich mir zu und denkt sich, hey, toll, der will mitmachen, der will aktiv mit mir arbeiten. Und den Mut zu haben, das ist natürlich auch für meine Positionierung im Unternehmen, letztendlich für meine Personal Brand super wichtig, ja, dass ich aufstehe und die Frage stelle. Und du glaubst nicht, wie viele Mitarbeiter oder Kollegen dann dankbar sind, dass du gefragt hast. Weil die es ebenfalls nicht verstanden haben. Ja, absolut. Ja. Auch der Respekt, ja, der dir entgegengebracht wird, weil du gefragt hast, weil du den Mut hattest. Ne? Also das Learning auf der einen Seite, ja, er hat gefragt, ich kann jetzt mitlernen, aber er ist auch mutig oder sie ist auch mutig gewesen und diesen Mut habe ich nicht. Also auch dieses sich orientieren und Halt geben innerhalb eines Teams zum Beispiel. Mhm. Super, ja, stark. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtige Impulse und Learnings, die du natürlich aufgrund der intensiven Arbeit in diesem Sport auch super adaptieren kannst, ne? Also für Führungskräfte und Coachings in Unternehmensführung. Definitiv. Klasse. Ina, ich habe noch ein paar Fragen für dich.
So ganz spontane Fragen. Ja, oh je. Eine kleine Q&A-Session. Was mich interessieren würde, wenn jemand so aktiv im Sport unterwegs ist wie du, was sind so deine Geheimtipps, dass du gesund bleibst und fit bleibst, vital bleibst? Also für mich ist Sport ganz wichtig. Ich versuche täglich Sport zu machen. Klar, ich schaffe gerade mit der Kleinen, schaffe ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich mache oder ich versuche. Vor der Schwangerschaft habe ich täglich morgens, ich hatte ein Morgenritual, das erzähle ich auch in meinen Vorträgen. Mhm. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und begebe mich in Anführungsstrichen Fitnessstudio, also in ein Zimmer, wo nur eine Matte liegt, ein Gymnastikball vorzufinden ist und zwei Gewichte, also jeweils zwei Hanteln. Und da mache ich dann 10 bis 15 Minuten jeden Morgen Sport. So, seitdem die Kleine da ist, ist das natürlich ein bisschen schwierig mit der Zeit. Da kann man einiges nicht planen oder nur sehr wenig. Trotzdem versuche ich, dieses schöne Ritual beizubehalten und gehe aber 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio, manchmal 4, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Also ganz klar Sport und ich ernähre mich gesund. Und gesund ernähren, da muss man kein Ernährungsberater sein. Es reicht schon vollkommen aus, wenn man selber zu Hause frisch kocht. Es reicht vollkommen aus. Das sind so die zwei Aspekte, also Sport und Ernährung. Ja, was ist so dein Lieblingsgericht, was du kochst? Also ich liebe Nudeln, Kohlenhydrate, alles mit Nudeln. Und ich habe letztes Jahr einen YouTube-Kanal gestartet und da gebe ich alles an Erfahrung weiter, was das Thema Schwangerschaft, die Zeit danach, also nach der Entbindung, Ernährung, Motivation und Sport angeht. Und da werde ich demnächst auch ein paar Gerichte von mir hochladen, die ich jetzt mit der Zeit so entwickelt habe, weil es muss heute alles schnell gehen mit der Kleinen. Ich habe vielleicht maximal eine halbe Stunde Zeit, wo sie in Ruhe spielt und dann ist Schluss. Dann wird es laut. Und da muss es halt schnell gehen. Und da werde ich so ein paar Gerichte vorkochen, die wirklich schnell gehen. Ja. Also Hirse, ich esse kein Fleisch zum Beispiel. Ich mache viel mit Hirse auch, Stichwort Eisen, mit Brokkoli, also viel Gemüse auch. Ja, das sind so halt die Sachen, die ich mache. Super. Wir verlinken einfach deinen YouTube-Kanal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, um dann auch in Zukunft die Insider-Rezepte von der 17-fachen Boxweltmeisterin zu bekommen. Mhm. Gerne. Wenn du so, oder noch eine andere Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Was ist so ein geheimes Talent, von dem niemand was weiß? Von dir. Ich kann katastrophal singen. Ja. Davon weiß aber nur mein Mann und ich. Die Antwort hatten wir jetzt auch in dem Podcast. Was bedeutet für dich ganz persönlich, gesund und glücklich zu leben? Was gehört dazu? Gesund und glücklich. Ich glaube, gesund zu sein ist ein Luxusgut. Wir wissen es leider zu schätzen, wenn wir irgendwelche Wehwehchen haben oder wenn es uns ganz schlimm geht. Wenn die Gesundheit halt nicht mehr da ist. Das ist ein Luxusgut, die Gesundheit. Ja, okay. Gibt es ein Buch, was für dich einen besonderen Mehrwert hatte? Ja, ich lese jetzt viele Bücher, was das Thema Baby angeht, ganz klar. Und ich hatte letztens ein sehr gutes Buch empfohlen bekommen. Das ist übrigens jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Es geht um das Thema Impfungen. Impfungen Pro und Contra von Martin Hirte. Das ist ein Kinderarzt, Kinder- und Jugendarzt aus München. Und da dreht sich alles um das Thema Impfungen. Also wo kommt die Impfung her? Was ist der Inhalt der Impfungen? Mir war zum Beispiel nicht klar, dass da Aluminium drin ist. Und Aluminium ist nicht sehr gesundheitsfördernd. Da muss man kein Arzt sein, um das zu wissen. Er beschreibt die ganzen Krankheiten und den Verlauf, die Symptome und wann geimpft wird. Und das ist jetzt kein Ratgeber für oder gegen Impfungen. Er animiert eher die Leute oder die jungen Eltern dazu, sich Gedanken zu machen und sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Und das war für mich ein sehr, sehr informatives Buch, was ich nur weiterempfehlen kann. Impfen Pro und Contra von Martin Hirte. Das nehmen wir in die Shownotes mit auf. Welche drei Personen würdest du in diesem Podcast
gern mal hören. Ja. Wer würde dich interessieren? Wer würde mich interessieren? Also ich möchte euch eine Empfehlung aussprechen. Dann gerne. Würde ich sagen, das ist der Danny Hegemann. Er ist im E-Commerce tätig. Mhm. Dann würde ich euch Markus Deible empfehlen. Das ist ein ehemaliger Schwimmer, der Weltrekord geschlagen hat. Also erfolgreicher Schwimmer oder ehemals erfolgreicher Schwimmer und heute erfolgreicher Businessman, der vertreibt sein eigenes Eis und war schon mal bei Höhle der Löwen. Den hat vielleicht ein oder andere gesehen. Spannend. Ein sehr netter Typ. Spannend. Mhm. Und dann würde ich euch Jens de Boer empfehlen. Das ist ein Geschäftspartner von mir. Er hat eine Marketingagentur, eine erfolgreiche Marketingagentur in Hamburg. So, das sind die drei, die ich mal gerne hören würde. Und wenn Interesse da ist, stelle ich sehr gerne den Kontakt her. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir fragen die drei Herren der Schöpfung. Ich denke, der eine, da ist keine Dame dabei. Ja, vielleicht kannst du noch eine liefern, damit wir die Quote ein bisschen nach oben. Genau. Ja, aber wir bleiben ja in Kontakt. Ja. Also wenn du da noch jemanden hast für uns, gerne Frauen, dass wir da einfach auch ein bisschen mehr für die Damenwelt hier an wertvollen Content produzieren können. Ina, wir sind ja auch schon am Ende unseres Interviews. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen und würde dich bitten, uns vielleicht noch zu sagen, was du für einen Tipp hast, ein glückliches Leben zu führen. Ein glückliches Leben. Versucht euch mit positiver Energie zu umgeben. Für mich ist es wichtig, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mich unterstützen, die mich nicht runterziehen, sondern die mich unterstützen in dem, was ich tue. Treibt Sport und ernährt euch gesund. Das wären so meine drei Tipps, um glücklich zu sein. Schön. Ina, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Sehr gerne. Bis bald, Norm. Ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.